Ja, dann herzlichen Dank, dass ich hier am Bukowina-Institut in Augsburg präsentieren kann. Es ist für mich ein ganz großes Anliegen, weil es das allererste Mal ist, dass ich dieses Thema öffentlich vorstelle. Ich spreche, wie schon in der Ankündigung gesagt, über Dr. Demeter Ritter von Tuschinski oder rumänisch Dr. Dimitrie Tuschinski. Und es beginnt mit einem Zitat aus der Presse, eine der vornehmsten Persönlichkeiten der gesamten Bukowina. Und ich präsentiere sein Leben im Spiegel der Presse, was man aus öffentlichen Quellen praktisch über sein Leben erfährt. Genau, das ist Dr. Demeter Ritter von Tuschinski. Ich glaube, er selbst hat sich eher Dimitri genannt. Allerdings begann er seine Karriere in der K&K-Zeit als Staatsanwalt. Das linke Foto ist von 1912 als erster Staatsanwalt in Czernowitz. Und das rechte Foto ist 1936/37 entstanden als Präsident des Oberlandesgerichts. Und über ihn gibt es bisher noch gar keine Forschung. Wenn man nach ihm sucht, findet man praktisch nichts. Warum lohnt es sich, mit ihm zu beschäftigen? Ich habe hier als Einstieg einfach mal vier Zitate herausgesucht. Die meisten Folien, die ich zeigen werde, werden das Thema eher illustrieren. Das heißt, bei den meisten Folien sieht man kleine Presseartikel. Da muss man sich nicht die Mühe machen, mitzulesen, weil ich sie nur relativ kurz zeige. Aber hier sind mal vier Zitate über ihn aus der Presse in Czernowitz. Wir haben das erste Zitat vom Juli 32, eine der bekanntesten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in der Bukowina. 1936 wurde über ihn geschrieben, als er das Großoffizierskreuz des Ordens der Krone von Rumänien bekam. Ein sehr schöner Orden, sehr ästhetisch auch, mit einem Stern, den man hier trägt, und einem Kreuz am Hals. Da stand, er sei ein Bürger der Stabilität der Justiz in der Bukowina. Der Tag schrieb 1932 eine der markantesten Persönlichkeiten unserer Stadt. Und die Czernowitzer Allgemeine Zeitung, wieder zur Verleihung des Großoffizierskreuzes des Ordens der Krone von Rumänien, eine der vornehmsten Persönlichkeiten der ganzen Bukowina. Also wir sehen, er wurde in der Bukowina sehr rezipiert. Ich habe hier extra vier verschiedene Presseorgane genommen, alles deutschsprachige Zeitungen. Man findet auch sehr viel rumänischsprachige Presse. Die letzten Monate habe ich zu ihm geforscht und inzwischen ein Archiv von 1500 Artikeln angelegt und das Ende ist noch nicht erreicht. Also tatsächlich ist 1500 Artikel, die ihn namentlich erwähnen. Ich werde kurz etwas über mich erzählen, dann was das Forschungsthema ist und dann werde ich eine kurze Präsentation machen. Ich werde hier durch eine ganze Lebenszeit relativ rasch durchreisen, das Leben von Demeter Ritter von Tuschinski, immer unter dem Gesichtspunkt, wie berichtete die Presse über ihn, was finden wir in diesen Quellen und dann ein Ausblick, wohin die Forschung hier weitergehen kann. Als allererstes ganz kurz zu mir. Ich bin 1988 geboren. Ich habe zuerst audiovisuelle Medien studiert in Stuttgart, habe einen Bachelor of Engineering in audiovisuellen Medien. Und dann habe ich anschließend noch Geschichte studiert, Bachelor und Master in Stuttgart, weil es mich interessiert hat. Ich bin tatsächlich bekannt als Filmregisseur. Als Historiker habe ich zwar auch schon einige Arbeiten geschrieben, nur jetzt gehe ich wirklich in die Forschung hinein. Und ich trage den gleichen Namen, deshalb, wie man so auf Englisch sagt, Full Disclosure. Ich bin mit ihm verwandt, ich bin sein Urenkel und der einzige heute lebende Nachfahre. Wir sehen rechts Dimitri von Tuschinski, Ritter von Tuschinski. Er hatte einen Sohn, ein Einzelkind, Konstantin, der 1939/40 auch erster Staatsanwalt in Czernowitz war. Wir sehen hier im mittleren Bild Konstantin zur Rechten, mein Großvater. Der hatte zwei Söhne, Paul und Peter. Paul ist links im mittleren Bild. Peter ist leider kinderlos gestorben. Und Paul hatte auch wieder ein Kind, nämlich mich. Und hier sehen wir mich und meinen Vater. Mein Vater ist leider 2009 gestorben. Das heißt, ich bin sozusagen der letzte männliche Tuschinski aktuell, der hier lebt. Genau. Es gibt zahlreiche Zeitungen in der Bukowina, ganz große Publikationen und ganz kleine. Bei meiner Forschung beschäftige ich mich tatsächlich mit der Zeit vor 19, nach 19. Man merkt, es kommen einige neue Presseprodukte hinzu. Manche fallen weg mit dem Ende der österreichisch-ungarischen Herrschaft. Hier ist nur mal eine Liste von einigen der großen Zeitungen, die man findet. Nachher werde ich auch noch zeigen, wo ich danach gesucht habe. Und ich glaube, alle, die wir hier mit
historischen Zeitungen arbeiten, kennen wir das. Wenn Zeitungen digitalisiert werden im Internet, wenn man nur nach Tuschinski sucht, findet man vielleicht ein Fünftel. Und dann muss man halt schauen, wie kann es falsch erkannt werden. U's durch N ersetzt oder I durch T. Und ich denke, wir kennen das alle, dass man da ganze Nachtschichten verbringt und immer andere Suchbegriffe und immer neue Artikel findet. Und das mache ich jetzt seit einigen Monaten schon. Und wir sehen, so ab 1926 wird er der erste Präsident des Oberlandesgerichts, Cortea de Appell in Czernowitz. Und ab da kann man nach Primpräsident suchen, Primpräsident und so weiter. Und es gibt zahlreiche Erwähnungen. Und wir springen direkt mal in die Presse hinein. Weil die allererste Erwähnung finden wir 1887. Dmitrie Tuschinski, übrigens ganz interessant, in der rumänischen Zeit ab 1919 fällt der Adelstitel weg eigentlich. Ritter von Tuschinski wurde er aber trotzdem noch oft genannt in der Presse und in der rumänischen Presse teilweise auch Dmitrie de Tuschinski, obwohl das eigentlich gar nicht üblich ist in Rumänien, weil er unter dem Namen so bekannt war. 1870 kam er in Suceava auf die Welt, auch wieder als Einzelkind. Das heißt, die Familiengeschichte ist ziemlich geradlinig seit den 1850ern. Und die allererste Erwähnung finden wir in einer Zeitschrift an der schönen blauen Donau. Und ich habe das jetzt extra gebracht, weil ich das so charmant finde, weil in meiner Familie überliefert war, dass er einen Sinn für Humor hatte, sehr viel Ironie. Aber alle Quellen, die wir sonst sehen, sind so furchtbar ernst, weil er ja Staatsanwalt war, Oberlandesgerichtspräsident. Und hier mit 17 haben sich Abiturienten in Suceava beim Anti-Wohlgeborenen-Verein angemeldet bei dieser Zeitschrift. Das war etwas Satirisches, weil es immer die Anrede gab, euer Hochwohlgeboren. Und das waren junge Leute, die praktisch geschworen haben, diese Anrede nie wieder zu verwenden. Und das ist eine interessante Forschung für mich gewesen, weil wir haben das Programm des griechisch-orientalischen Obergymnasium Suceava. Da sehen wir die Schülerliste, da sehen wir auch meinen Urgroßvater. Und wir sehen tatsächlich, dass das noch seine Klassenkameraden waren, 3 Jahre später als Abiturienten. Es ist sehr interessant auch zu sehen, was für Verbindungen er dann schon hatte in der K&K-Zeit. Sein Vater Cassian war orthodoxer Priester in Suceava und hatte den rumänischen Club dort gegründet. Und es ist praktisch so, dass Demeter von Tuschinski immer schon sehr verhaftet war in der rumänischen Kultur. In meiner Familie gab es die Geschichte, dass er als Jugendlicher erlebt hat, dass Eminescu das Haus der Familie besuchte. Ich kann das nicht nachprüfen, zeitlich würde es aber nach dem Quellenstudium schon passen. Dann haben wir die ersten Presseberichte. Ich fasse hier mit jeder Folie Hunderte zusammen, weil ich sehen möchte, warum ist er besonders hervorgehoben, gerade in den 30ern in der Presse. In den 1890ern bis etwa 1912 kommt er in hunderten Artikeln vor, aber praktisch alles normal mit seiner Stellung als Staatsanwalt. Er begann als Staatsanwaltssubstitut und arbeitete sich dann praktisch mit weiterer Dienstzeit immer höher hervor. Und wir sehen zunächst von 1890, er war in der Studentenverbindung in der Junimea. Und das ist auch etwas, was sich durch sein Leben durchzieht, die rumänische Studentenverbindung. Und wir finden ständig Artikel. Wir sehen hier Personalnachrichten, der Staatsanwaltssubstitut Dr. Demeter Tuschinski und der Dr. Isopescu sind von den Urlauben zurückgekehrt und so weiter. Also Beamte von dieser Rangklasse hatten ein Leben, was ziemlich dokumentiert war in der Presse. Wir finden Urlaube, wir finden Krankheiten. Es finden sich zahlreiche Bälle, auf denen er mit seiner Frau eingeladen war. Es finden sich Berichte über die Garderobe der Frauen. Aber sozusagen alles noch recht normal für diese soziale Schicht. Hier sehen wir einen Zeitungsartikel, die Schlusssteinlegung am neuen Stadttheater in Czernowitz, das ja bekannt ist. Da ist er dann auch unter den Gästen als Staatsanwalt. Seine Karriere machte den ersten Sprung im Jahr 1912. Dort wurde ihm der Orden der Eisernen Krone 3. Klasse verliehen, was tatsächlich eine ziemlich besondere und hohe Auszeichnung war. Das Foto entstand im Sommer 1912 anlässlich der Verleihung. Wir sehen, er trägt schon einige Orden, aber die rechten 3 sind einfach Orden, die man in der K&K-Zeit als Staatsbeamter bekam. Wenn man im Jahr 1898 zum Jubiläum der Thronbesteigung von Franz Josef Beamter war, bekam man den einen. Wenn man 1908 Beamter war, bekam man den anderen.
Und er war auch Reserveoffizier im Heer, deshalb bekam er als Offizier auch noch einen. Das heißt, die rechten drei waren eher Standard. Aber mit dem Orden der Eisernen Krone ist es das erste Mal, dass wir in der Czernowitzer Presse tatsächlich Berichte finden, in denen er charakterisiert wird. Davor finden wir immer wieder Berichte, ein Prozess fand statt, die Anklage wurde vertreten durch den Staatsanwaltssubstituten oder später den Staatsanwalt Demeter Toschinski und nichts weiter. Die erste Charakterisierung, ganz klein, findet sich schon 1910, als er als erster Staatsanwalt von Suceava nach Czernowitz zurückübersetzt wird. Er war kurz in Suceava dann wieder. Und dort wird gesagt, er ist in Czernowitz durch seine sachliche Art in guter Erinnerung. Aber dann finden sich 1912, hier einige Artikel sieht man in Wien, in Czernowitz, über die Verleihung des Ordens der Eisernen Krone. Wir sehen, in Wien ist es noch relativ normal, Verleihung, es wurde ihm praktisch verliehen. In der Czernowitzer Allgemeinen Zeitung steht das erste Mal eine ausführlichere Charakterisierung. Hier steht zum Beispiel, Dr. Toschinski, eine Individualität von hervorragenden Geistesgaben, kräftigem energischen Charakter und den einnehmendsten persönlichen Eigenschaften. Und es wird auch noch betont, dass er eben besonders jung ist für die Verleihung dieses Ordens. Und ich weiß, in meiner Familie wurde auch immer gesagt, dass der Orden der Eisernen Krone für ihn extrem wichtig war. Anscheinend gab es das Angebot, in eine höhere Rangklasse aufzusteigen oder diesen Orden zu bekommen, und er wählte den Orden. Und in der K&K-Zeit, wir wissen es, waren Orden natürlich sehr, sehr wichtig und sehr prestigeträchtig. Und übrigens eine Anmerkung, mir ist es sehr wichtig, ich bin verwandt mit ihm, aber ich möchte neutral über ihn berichten. Wir sehen hier zahlreiche Presseberichte, die sehr, sehr positiv sind. Zum Schluss werde ich auch die einzigen beiden bringen, die ich gefunden habe bisher, die kontrovers sind. Aber tatsächlich, das Presseecho, das ich bislang gefunden habe, sind eigentlich fast ausschließlich positive Charakterisierungen. Also es ist nicht so, dass ich eine Auswahl getroffen habe und hier vieles weglassen würde, sondern das ist der aktuelle Forschungsstand. Ganz interessant war es 1914. Wenn ich übrigens zu schnell bin, wenn jemand eine Frage hat, immer gerne signalisieren. Genau. 1914 taucht er wieder in der Presse auf. Wobei, wenn ich sage wieder, muss man sehen, jedes Jahr gibt es vielleicht 50 bis 80 Artikel, in denen er vorkommt. Die Czernowitzer Zeitungen schreiben über die großen Bälle. Dann steht sein Name ständig dort. Dann seine Frau, Leontine von Toschinski, eine geborene Meixner aus Suceava, hatte österreichische Vorfahren. Die Brauerei Meixner in Suceava gehörte praktisch ihrer Familie. Und sie war sehr karitativ engagiert. Und man findet auch immer wieder Erwähnungen in der Presse, aber noch keine Charakterisierungen. Also die einzige kurze Charakterisierung von ihr kommt 1912. Da war der Blumentag in Czernowitz und sie leitete einen Stand. Und der spätere Kaiser Karl kam vorbei und sprach mit ihr und dieses Gespräch wurde kurz dokumentiert. Aber ansonsten sind es meist nur kurze Erwähnungen. Aber 1914 wurde Demeter von Toschinski dann sein Adelstitel zuerkannt, das von zunächst. Praktisch als ein alter polnischer Adel. Ich habe den ganzen Schriftverkehr im Wiener Archiv angeschaut. Es ist wirklich sehr, sehr viel, was dahin führte. Und die einzigen Dokumente, die in der Familie sich erhalten haben vor dem Ersten Weltkrieg, sind tatsächlich auch die Urkunden, die bescheinigen, dass das ein erblicher Adel war. Die wurden in der sozialistischen Zeit gefaltet, versteckt für bessere Zeiten. Das war die Idee, dass man es vielleicht irgendwann wiederherstellen kann, den Adelstitel. Und in der Zeit sehen wir dann plötzlich Artikel, in denen seine Familiengeschichte thematisiert wird. Und das ist deshalb so besonders, weil es eben den Mensch das erste Mal in der Presse hervorstellt. Aber wir sehen das Datum. Es war am 30. Juli 1914, als das bekannt gegeben wurde, direkt zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Und es ist sehr, sehr spannend, sich diese Zeitungen anzuschauen. Wir haben die Juli-Krise, wir haben Mobilisierung, es ist ziemlich düster, was da steht, und mittendrin dann Anerkennung des Adels des ersten Staatsanwaltes, Dr. von Toschinski. Ich hatte erwähnt, er war Offizier in der Reserve. Er diente in einer Sanitätseinheit, Sanitätseinheit 3 und dann in der ersten, und wurde 1914 im August eingezogen und leistete dann seinen Militärdienst zunächst in Wien, im Garnisonsspital 1. Ich habe mit Frau Hausleitner gesprochen und sie meinte, dass das tatsächlich eine interessante Sache ist, die Demeter von Toschinski praktisch hervorhebt.
Er war praktisch bei der Dunimia Studentenverbindung, war sehr rumänisch gesinnt, diente aber dann im Ersten Weltkrieg in der österreichisch-ungarischen Armee. Und anscheinend hatte auch Jon Nistor nach dem Ersten Weltkrieg dann viele Leute nicht beibehalten, die praktisch bei den österreichischen Behörden auch gerade im Ersten Weltkrieg dabei waren. Und viele von der Dunimia waren nach Rumänien gegangen im Ersten Weltkrieg. Und dann Demeter von Toschinski war praktisch die ganze Zeit des Krieges dann mal Hauptmann, mal wieder im Zivilberuf, darauf komme ich gleich, und hat dann nach dem Ersten Weltkrieg Karriere gemacht. Hier habe ich zwei Artefakte. Das eine ist ein Siegelring, der tatsächlich noch in der Familie ist, aus einem Schrapnell aus dem Ersten Weltkrieg. Allerdings kämpfte Demeter von Toschinski nie an der Front. Es war von einem guten Freund, dessen Namen ich leider nicht weiß. Es hat sich nur überliefert, dass ein guter Freund an der Front war, verwundet wurde und ein Schrapnell dann mitbrachte. Und daraus machte er sich dann den Siegelring. Wer meine Filme kennt, wird diesen Ring vielleicht erkennen. Im Film Menschenliebe trage ich ihn. Und im Film Five Lovers Down, ein absurder Stummfilm, trägt Julius Caesar diesen Ring, während er attackiert wird. Und man sieht eine blutige Hand mit diesem Ring an einer Wand als kleine Nebenbemerkung. Und rechts ist der Orden Signum Laudis, den Demeter von Toschinski 1916 verliehen bekam, für seine Verdienste in der Kriegszeit, aber genaueres weiß ich noch nicht. Wir finden ihn im Ersten Weltkrieg auch immer wieder in der Presse, aber wieder nur in kurzen Randbemerkungen und viel weniger als davor. Czernowitz wechselte ja mehrfach die Seiten, das erste Mal 1914, wurde 1915 zurückerobert. Er kam Mitte 1915 zurück nach Czernowitz, wurde dort wieder erster Staatsanwalt, musste die Stadt dann wieder verlassen 1916. Und dann zwischen 16, 17, 18, 19 findet man nur ganz wenige Bemerkungen. Aber zum Beispiel war er anwesend bei der Eröffnung der Puttbrücke, wird er auch bei diesem Fotobericht namentlich erwähnt. Dann war er anwesend bei dieser Veranstaltung im Juni 16, die Enthüllung des Reichsars, des Reichsadlers, das ein Dokument sein sollte, ein Denkmal für die wiederhergestellte österreichische Herrschaft. Und einige Tage darauf gab es eine russische Offensive und die Stadt Czernowitz fiel schon wieder an das zaristische Russland. Also ich habe ziemlich eindrückliche Berichte über dieses Ereignis gelesen, dass ein Flugzeug am Himmel auftauchte während dieser Veranstaltung, während dieser Adler enthüllt wurde. Und wir finden aber im Ersten Weltkrieg relativ wenig Berichte. Wir finden eben die Auszeichnung mit dem Signum Laudis Orden in mehreren Zeitungen und auch sehr interessant, der Staatsanwalt Dr. Norbert Lazarus wurde entführt 1914 als Geisel nach Russland und er gelangte dann aber 1915, Ende des Jahres, wieder zurück. Es ist auch eine ganz abenteuerliche Lebensgeschichte, die man erforschen könnte von Dr. Lazarus, weil er auch Karriere machte noch nach dem Ersten Weltkrieg. Und er schrieb an den Staatsanwalt Dr. von Toschinski praktisch über seine Rückkehr. Und außerdem war Dr. von Toschinski noch im österreichischen Silbernen Kreuz aktiv. Das war der Verein, der sich darum kümmerte, dass heimkehrende Reservisten praktisch finanziell aufgefangen werden. Ein Verein, der Ringe ausgab, Gold gab ich für Eisen. Wenn man Geld, Edelmetalle, was auch immer gab, gab es so einen Ring. Man findet ab und zu Bemerkungen. Aber bisher haben wir jetzt noch nichts gesehen, was diese Zitate vom Anfang rechtfertigen würde. Es ist noch eine recht normale Juristenkarriere. Und hier kommt ein ganz spannender Punkt, den man noch erforschen muss, den ich noch erforschen muss tatsächlich. 1919, als das Oberlandesgericht in Czernowitz gegründet wurde, die Kurtea de Appell, davor war das Czernowitzer Gericht praktisch im Oberlandesgericht in Lemberg unterstellt, aber mit dem Zerfall des K&K-Reiches fiel das weg und es wurde ein neues Oberlandesgericht gebraucht. Es ist übrigens auch interessant, der Zerfall des K&K-Reiches. Man sieht sehr spannende Presseberichte vom November 18, wie ein österreichischer Repräsentant abreist. Es hat etwas Wehmütiges, aber merkwürdigerweise findet man Demeter von Toschinski dort nicht in der Presse. Also fast ein Jahr taucht er praktisch nicht auf in der Presse in Czernowitz. Und dann taucht er aber wieder auf als der neu ernannte Generalstaatsanwalt am Oberlandesgericht. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr spannend finde, weil wir die Umbruchzeit haben. Wir haben Jon Nistor, der als Minister für die Bukowina eingesetzt wird. Und wir sehen diese Kontinuität. Dr. Lazarus war übrigens dann auch am Oberlandesgericht tätig. Also wir haben in der Justiz eine gewisse Kontinuität, die es in anderen Bereichen nicht gibt. Und in der Zeit,
in der er Generalstaatsanwalt war, sind die Presseberichte immer noch etwas verhalten. Er bekam 22 den Orden der Krone von Rumänien als Kommandeurskreuz. Da gab es auch nur Berichte praktisch unter ferner Liefen. Es gab jede Menge Bälle wieder. Ein spannender Punkt war der Sprachenkampf bei den Gerichten. Es gab die Entscheidung, dass man in den Gerichten ausschließlich Rumänisch sprechen sollte, was natürlich viele benachteiligte, die die Sprache noch nicht gut sprachen. Und er wurde dann mit einer Delegation losgeschickt, mit der Bitte, das zurückzunehmen. Und das ist etwas, was mir immer wieder aufgefallen ist. Bei der Rumänisierung hat er sich tatsächlich sehr für Minderheiten eingesetzt. Wir sehen das auch explizit in der Presse gleich noch. Jedenfalls wurde er 1925/26 dann zum Primpräsidenten des Oberlandesgerichts ernannt. Zuerst war er der Präsident 1925, dann wurde eine zweite Sektion eröffnet und dann war er der Präsident beider Sektionen. Und dieser Bericht hier ist vom 1. Januar 1926. Ein Interview in der Zeitung, ein Bericht. Und ab dann geht es wirklich los, dass wir lange Berichte finden, auch zu den kleinsten Sachen. Es wurde berichtet, dass er plötzlich erkrankt war. Es wurde berichtet, wie er gesundet. Und plötzlich kamen auch noch solche Sachen. Er hat gerade etwas gefeiert, sein Sohn hat geheiratet. Und er taucht in der Presse plötzlich mehr und mehr als öffentliche Person auf. Was mir aber aufgefallen ist, dass er schon ab den 1900er Jahren bei erstaunlich vielen Veranstaltungen zugegen war. Begräbnisse, Eröffnungen, Bälle, verschiedene kulturelle Veranstaltungen. Und er scheint sich von Anfang an sehr in das kulturelle Leben eingebracht zu haben. Und jetzt mit der hohen Position gab es in der Presse plötzlich noch mehr Interesse, über diesen Menschen speziell zu berichten und nicht nur seinen Namen zu erwähnen. Ich bringe hier beispielhaft ein paar Zeitungsausschnitte. Ich könnte zu all dem stundenlang referieren. Das ist jetzt wirklich nur ein kurzer Überblick. Wir sehen zum 10-jährigen Bestehen des Oberlandesgerichts, das stammt aus dem Czernowitzer Morgenblatt, wurde auch sein Foto explizit gedruckt. Man druckte nicht das Gerichtsgebäude oder sonst was, sondern immer ihn als den ersten Präsidenten. Dann haben wir verschiedene Artikel zu seinem 40-jährigen Dienstjubiläum und verschiedene Dinge. All das hier steht für hunderte Artikel jeweils, die in der Zeit erschienen. Und ein wichtiger Punkt, und ich glaube, es ist auch ein Punkt, warum er so oft in der Presse erwähnt wurde, war sein wohltätiges Engagement, was in der Zeit in den finanziell besser gestellten Kreisen durchaus üblich war. Nur habe ich dazu ein sehr interessantes Zitat aus dem Czernowitzer Morgenblatt gefunden. Es gab in den letzten Jahrzehnten keine größere Aktion sozialen Charakters, deren treibende Kraft nicht Primpräsident Dr. Dmitrij von Tuschinski gewesen wäre. Und das fand ich beachtenswert. Übrigens, das Czernowitzer Morgenblatt ist eine ziemlich jüdisch geprägte Zeitung, was auch noch interessant ist, weil in der Zeit nach dem Ende der K&K-Zeit benutzt hauptsächlich das Czernowitzer Morgenblatt noch die Adelsprädikate Dr. Ritter von Tuschinski. Im Czernowitzer Morgenblatt finden sich die meisten Erwähnungen. Dazu komme ich auch gleich noch kurz. Jedenfalls zum wohltätigen Engagement sind mir unheimlich viele Artikel aufgefallen. Hier habe ich nur mal drei als Beispiel gebracht. Der erste ist von 1889, als er 19 war. Dort war er beim Kranken- und Unterstützungsverein als Jurastudent. Bukowinaer Rundschau 1923, Kinderschutz und Jugendfürsorge. Da war er Vereinspräsident. Rechts sehen wir die Czernowitzer Rettungsgesellschaft, bei der er sich nachweislich bis 1940 engagierte, weil die Presse jedes Jahr ihre Berichte schrieb. Und das ist wirklich ein kleiner Teil. Es gibt ganz viele. Und auch seine Frau setzte sich bei vielen Vereinen ein und bekam 1930 den Orden Meritul Sanitare in der ersten Klasse verliehen für ihr Engagement fürs Rote Kreuz. Das heißt, wir haben hier eine Familie, die tatsächlich sehr mit dem sozialen Gefüge der Stadt verwoben ist. Wir haben Bälle, wir haben karitative Veranstaltungen. Und was sehr spannend ist, ist dieses Zitat, wieder im Czernowitzer Morgenblatt, wo er schrieb, Wohltun ist international und interkonfessionell und jede Bewegung, die karitativen Charakter trägt, ist aus vollem Herzen freudig zu begrüßen. Warum das wichtig ist, ist nämlich jetzt das Verhältnis zur jüdischen Bevölkerung, zu Minderheiten allgemein. Ich muss sagen, ich bin da ergebnisoffen rangegangen an die Erforschung, Familiengeschichte, mal schauen, was es ist. Ich war da ganz erfreut, dass ich doch viele positive Dinge gefunden habe.
Weil tatsächlich sehen wir hier zum Beispiel, als er in Rente gehen musste, 38, steht, so war und ist Dr. Dmitri Tuschinski. Es war daher nicht zu verwundern, dass, als er einst erkrankte, in Kirchen und Synagogen für seine Genesung gebetet wurde. Und tatsächlich sprach er auch öfter bei Wohltätigkeitsveranstaltungen von jüdischen Vereinen. Und links habe ich ein Dankeschreiben ans Czernowitzer Morgenblatt von ihm abgedruckt, was ganz wichtig ist, weil das Czernowitzer Morgenblatt war die jüdisch geprägte Zeitung und offenbar hatte er ein besonders freundliches Verhältnis dazu. Und er nennt sie dort auch praktisch als berechtigte Sprachrohr der Bevölkerung. Leider existiert kein Archiv mehr des Czernowitzer Morgenblattes, aber man kann über solche Hinweise schon gehen. Weil es sind tatsächlich einige Entscheidungen, die er getroffen hat, die zum Beispiel ziemlich klar für die jüdische Bevölkerung waren. 1934 zum Beispiel gab es eine Initiative, es wurde an ihn herangetragen, dass Gerichtsverhandlungen mit ausschließlich jüdischen Parteien nicht an jüdischen Feiertagen stattfinden sollen. Und das hat er dann vor Gericht auch durchgesetzt, dass es so gehandhabt wird. Jetzt mache ich noch schnell den Schluss, weil tatsächlich es gibt gar nicht mehr so viel. Ich wollte jetzt nur die Kontroversen erwähnen, damit das jetzt nicht so klingt, als ob ich nur Lob preise. Aber ich habe nur zwei Quellen gefunden, die Kontroversen andeuten. Aurelio Nicol schrieb 1914 über einen österreichischen Staatsbeamten, der in Skandale verwickelt sei und der illegale Dinge tun würde, dass der Herr Tuschinski nicht vor den Distinktionen der 5. Rangklasse Halt machen würde. Also er mache Halt vor diesen Distinktionen. Er würde jemand nicht verfolgen als Staatsanwalt, weil er so hochgestellt sei. Ich habe aber sonst nichts dazu gefunden. Das ist eine polemische Schrift, in der so etwas kommt. Ansonsten, und das Rechte stammt aus einem Artikel, er schrieb zwar, Dr. Demeter Ritter von Tuschinski galt von jeher als überaus liberal und tolerant, aber der Autor erinnert sich, dass er bei einer Prüfung dann anmerkte, er könne Leute nicht anzeigen, die eine Gruppe jüdischer Studenten als Zigeuner bezeichnet haben, weil das Gesetz dafür keine Handhabe hergebe. Es ist auch nicht direkt eine Kritik an ihm, sondern eher an einem Gesetz, das so etwas ermögliche. Und jetzt kommen wir gleich zum Ende. 1938 zu seinem Ruhestand erschienen zahlreiche Publikationen mit seinem Porträt. Das ist auch nur ein kleiner Auszug tatsächlich, die alle sehr lobpreisend waren. Er hatte noch ein Jahr davor gesagt, er möchte, bis seine körperlichen Kräfte nachlassen, in diesem Amt verbleiben und praktisch für die Bukowiner Bevölkerung praktisch in Achtung der einzelnen Rechte da bleiben. Aber dann wurde das Rentenalter für Richter herabgesetzt und er musste in Rente. Und hier sind eben Beispiele für diese lobenden Artikel. Er sei ein ganz ausgezeichneter Organisator, ein ganz vorzüglicher Mann mit Sinn für alle Zweige der Kultur. Und es wird immer wieder hervorgehoben, er achte die Minderheiten. Genau, und jetzt zum Schluss, was wissen wir für ihn, über ihn nach seinem Ruhestand? Und das ist für mich ein ganz spannendes Thema, weil bis 1940 waren er und seine Frau noch im kulturellen Leben der Stadt aktiv. Wir finden weiter ganz viele Artikel, wo sie bei Veranstaltungen sind. Als dann das Ultimatum kam und die Nordbukowina sowjetisch wurde, sind er und seine Frau nach Deutschland gegangen, worüber wir ja heute einiges gehört hatten. Aber sie sind schnell zurückgekommen, weil sie es nicht mochten, die Umstände und wie man behandelt wurde. Sie hatten ein Haus in Czernowitz mit einer Köchin und einem Gärtner und kommen dann in dieses Auffanglager und sind 1941 schon wieder angekommen in Suceava. Der Artikel in der Mitte sagt das. Und dann finden wir nur noch ganz wenig Zeugnisse. 1944 im August sucht jemand, wo sind die Flüchtlinge, Dr. Dmitri Tuschinski und sein Sohn? Was ist mit denen, die Flüchtlinge aus Czernowitz und Suceava? Und 1945 finden wir noch, dass er in Sigisoara praktisch Aufseher einer Bank ernannt wurde. Und dazu gibt es auch noch viele Forschungen. Ich weiß zum Beispiel nicht, wann er gestorben ist oder wo er begraben wurde. Das ist wahrscheinlich nicht so schwer herauszufinden, aber das ist einer der nächsten Schritte. Was passierte eigentlich mit ihm nach dem Zweiten Weltkrieg? Ich weiß noch von einem Brief, den er 1947 schrieb, und dann verliert sich jede Spur. Und deshalb, ja, gibt es hier noch viel zu erforschen. Es gibt viele Anknüpfungspunkte in die Sozialgeschichte der Bukowina. Und ich denke, es ist ein spannendes Thema und ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Hier sieht man noch kurz, wo man die Presse findet, wenn jemand mal auch suchen will, wenn jemand es noch nicht kennt, die Portale, bei denen Zeitungen digitalisiert sind.
Genau, ich lasse die Folie mal stehen und dann bringe ich gleich noch während der Fragerunde die Folie mit meinen Kontaktdaten. Herzlichen Dank.